Heute ist der 20. Oktober und wir haben das Basislager vom Kanchenjunga erreicht. Wir, das ist mein lieber Freund Gopal Giri, ein Sadhu aus Kathmandu, den ich schon seit vielen Jahren kenne, und er wird die 8. Platte, die Platte des Unendlichkeitsknoten, hier am Basislager hinterlegen. Damit wird die Produktion Nepal 8, der Weg hat ein Ziel, zu Ende kommen. Was ist der Gedanke dieser Produktion? Es gibt 8 Achttausender in Nepal und es gibt 8 tibetische Glückssymbole. Und meine Idee war, dass ich das Land Nepal erklären möchte, gern an 8 Protagonisten, die jeweils eine dieser 8 Kupferplatten zu den Basislagern des Achttausender bringen. So erfahren wir etwas über das Land Nepal, über die Religion Nepal und natürlich auch über den Weg, den wir bis zu diesen Basislagern vollziehen werden. Wir waren am Dhaulagiri unterwegs mit dem Sadhu Shivadas, mit dem ich schon seit vielen Jahren auf Pilgerreisen unterwegs war, und er hat dort die erste Kupferplatte hinterlegt. Dann ging es an den Annapurna und dazu hatten wir als Protagonisten 2 Gurung-Schamanen, die dort jeweils auch eine Platte hinterlegt haben. Und so sind wir also vom Westen nach Osten durch Nepal gezogen. Am Manaslu war es ein alter Lama, der die Kupferplatte hinterlegt hat. Dann waren wir im Sherpa-Land, am Shooyo, am Lhotse, am Everest. Wir waren zufälligerweise genau an dem Tag da, an Karfreitag 2014, wo es die große Tragödie gab und 16 Sherpas am Everest durch eine Eislawine gestorben sind. Es ging dann weiter zum Makalu, wo mein alter und lieber Freund und Guide Shivas Resta die 7. Platte übergeben hat. Und nun werden wir hier am Kanchenjunga mit einem Ritual die 8. Platte hinterlegen. Nun, die Frage ist natürlich, warum heißt der Vortrag 8, der Weg hat ein Ziel? Wer das gerne herausfinden will, der soll einfach zu unserem Vortrag kommen. Der Tourneestart ist im Oktober 2015. Wir werden in vielen Städten in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich diese Show zeigen. Ich lade Sie recht herzlich dazu ein. Es ist ein Abenteuer, was wir erzählen wollen. Es ist ein kontemplativer Weg ebenfalls. Und es ist ein Weg zu sich selbst, zu seiner eigenen Seele und der Überlegung in seinem eigenen Leben, welches Ziel wir für uns persönlich verfolgen. Der Vortrag Nepal 8, der Weg hat ein Ziel, wird uns aber neben den Achttausendern auch in das Tal von Kathmandu bringen. Wir werden uns Kathmandu anschauen, Patan und Bhaktapur, die 3 großen Königsstädte. Wir werden gemeinsam in den Dschungel, in den Süden Nepals reisen, in den Terai. Dort sind wir mit einem Bauern und einem Ochsenkarren durch den Dschungel gezogen. Wir werden in Janakpur das Fest der Farben, das Holi-Fest, kennenlernen. Und so möchte ich mich auch recht herzlich bedanken bei meinem lieben alten Freund Gopal Giri, der diesen langen Weg auf sich genommen hat, hier zum Basislager auf 5100 Meter Höhe. Es waren große Strapazen für ihn. Er lebt ja immerhin in Kathmandu und ist diese große Kälte nicht gewöhnt. Und einen ganz herzlichen Dank. Thank you very much.